Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal geht's weiter mit Break und Continue. Ich weiß nicht, ob schon manche von euch das kennen. Aber ja, die gibt's natürlich auch in Python und ich erkläre euch schon, was die da sind. Gut, also fangen wir direkt an. Ihr kennt mittlerweile die For- und die While-Schleife. Für die beiden ist es gedacht. Und ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine For-Schleife mit einer Range. Also wir wollen was ganz Einfaches haben. Einfach mal ein i in Range und zwar von, sagen wir einfach mal 0 bis 20. So, das ist eine stinknormale Vorschleife, da passiert nicht viel, noch nicht. Jetzt wollen wir hier einfach mal zum Beispiel dieses i ausgeben. Gut, dazu rufen wir natürlich wie immer das hier auf, diese Konsole, und geben das ein. Und hier werden alle Zahlen von 0 bis 19 ausgegeben, ganz normal, wie wir es gewohnt sind. Ich glaube, das kennt ihr mittlerweile auch schon. So, und jetzt wollen wir hier was tun. Und zwar sagen wir einfach mal, okay, wir wollen diese Schleife abbrechen. Gut, also sagen wir, if, oder wir machen es vorne dran. Gut, okay, das war jetzt nicht geplant hier. So, wenn unsere Zahl, also i ist ja die aktuelle Zahl, die wir hier benutzen, wenn i durch 2 0 ergibt, also modulo 2 0 ergibt, das bedeutet so viel wie, wenn die Zahl gerade ist, dann passiert Folgendes. Und zwar wollen wir dann einfach sagen, okay, wir brechen die Schleife ab. So, dieses Break bedeutet, wir beenden die Schleife und führen sie nie wieder aus. Also das heißt, wir springen hier unter dieses Print hier rein, sowas wie Print. Wir hatten hier immer ein Print Finish stehen, das mache ich jetzt hier auch mal wieder rein, damit wir wissen, was wir tun. Also es passiert dann auch, bevor i ausgegeben wird. Gut, also wenn wir das jetzt aufrufen, dann sehen wir, Finish wird ausgegeben direkt. Und das bedeutet, 0 modulo 2 ist natürlich auch 0. Logischerweise wird dann nicht mal die 0 ausgegeben, weil wir direkt am Ende sind. Wenn die 10 1 hinschreibe, dann wird die 0 ausgegeben und danach wird direkt die Schleife komplett beendet. Also wir brechen sie quasi verfrüht ab. Das kann man natürlich auch machen, wie mit zum Beispiel if i größer 15 oder was auch immer, was ihr euch da für eine Bedingung auch denken könnt, kann man alles machen. Das heißt, wenn wir hier ein i bei 15 haben, größer als 15, also sprich bei 16 haben, dann wird hier direkt abgebrochen. Also auch der Teil hier unten drunter, unter dem Break, der wird dann auch nicht mehr ausgeführt. Sprich, dieses Print wird nur noch ausgeführt, bis i gleich 15 ist, wie wir hier sehen können. Und danach wird gar nichts mehr ausgeführt. Also wir gehen direkt hier unterhalb der Vorschleife wieder rein. Ja, kommen wir nun zum Continue. Continue ist ähnlich wie dieses Break, nur dass es den aktuellen Schleifendurchlauf unterbricht. Also sprich, wenn ich hier reinmache, nehmen wir nochmal das Beispiel von vorher. Wenn i ungerade ist, das ist jetzt gleich 1, also wenn ich durch 2 teile, ist der Rest 1, sprich es ist ungerade. Wenn i ungerade ist, dann wollen wir diesen Zustand überspringen und die Zahlen nicht ausgeben. Alle anderen werden dann ausgegeben. Das bedeutet, wir kriegen alle geraden Zahlen zwischen 0 und einschließlich 19 exklusive 20. Das heißt, von 0 bis 18 wird alles ausgegeben und wir beenden die Schleife dann hier unten. Also wird dann auch immer dieses Statement hier übersprungen quasi. Also alles, was unter dem Continue ist, wird übersprungen. Und dann wird wieder von vorne angefangen, aber die Schleife ist dann quasi einen Durchgang weiter. Gut, so funktionieren Continue und Break. Und ja, viel mehr habe ich da auch nicht, tatsächlich nicht dazu zu sagen. Es war wieder mal ein sehr kurzes Tutorial. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt verstanden, was Continue und Break machen. Die sind nämlich sehr, sehr nützlich und sparen natürlich auch einiges an Laufzeit, weil sie direkt hier unten das hier überspringen. Sprich, es geht schneller, wenn hier unten irgendeine Riesenberechnung ist und ihr das dann überspringen könnt. Alles klar, dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.